So, willkommen zurück. Folge 17 geht direkt an den Start beim Research Farmer. Start New Research Project. Wir sind gerade mal hier bei den Instant-Sachen durchzugehen. We were only able to recover the suit's central core, although the pilot's corpse also survived intact. The armor itself is quite interesting. The design is highly responsive while still providing extraordinary strength. Okay, Mactoid Autopsie habe ich jetzt gemacht. Kriege ich dafür irgendwas? Nö. Titanarmor, New Fighter, Plasma Pistol, Skeleton Suit, Light Plasma Rifle. 40 Waffenfragmente. Ich nehme die mal, die genau einen Tag braucht. Engineering Build by Items. Erstmal das Skeleton Key, Manufacturer, Submit Order, so. Kann ich jetzt noch was von den Waffen bauen? Scatter Laser, Laser Rifle, davon brauche ich vor allen Dingen ein paar. Manufacturer, wie viel darf ich denn bauen? 4, 3, mehr brauche ich denke ich nicht. Laser Pistol, auf jeden Fall mindestens eine für meinen Sniper. Nochmal 2 draus. Scatterlaser kann ich auch schon einbauen, sehr gut. Laser kann noch eine, brauche ich dann nicht. So, ja, damit ist mein Geld erstmal verbraucht. Jetzt warte ich wahrscheinlich noch kurz, bis meine Leute wieder im Dienst sind. Okay, das war New Research. Our own life doesn't matter if our soldiers should be not able to use any covered, okay. 15 Alloys brauche ich dafür. Plasma Cannon. Plasma Pistol, Plasma Rifle. Ich würde erstmal gerne die Plasma Rifle haben. Panic in China. Ah, okay. Irgendwann kommt's doch noch. Danger of losing them from the council. Okay. Go to the situation room. Exod cell present. Ah, sehr gut. Ah, das ist nicht so toll. Launch satellite. Habe ich noch einen eigentlich? Nein, ich habe keinen available. Covered Operations. Wen könnte ich jetzt denn hier hinschicken? Ben the Lion, Lena Neumann Gypsy. Loadout. I think the engineering team is getting antsy. They might be more excited about the new weapons than our troops are. Mach ich das jetzt doch noch? Ja, ich denke. Send on mission. Scan for activity. New abduction site. We have multiple reports of new abductions in progress. The locations are marked on the hologlobe. China brauche ich jetzt nicht hin. Kanada oder Europa. Habe ich in Europa irgendwas, was problematisch ist? Russland. Da werde ich wohl Europa nehmen. Alien Abductions, France, Engineers, da brauche ich eh noch ein paar, so wie es aussieht. Confirm. Major Roadblock Guppy, ja. Loadout, Crater Armor. Alien Grenade, oh, die darf ich jetzt auch benutzen. Machen die mehr Schaden? Ich habe sogar 2 davon. So, Customize. Edit Unit Loadout. Der hat nur eine Alien Grenade, obwohl es ein Major ist. Hab ich irgendwelche anderen Skill gegeben, meint mal kurz. Abilities. Der hat die noch gar nie. Edit Unit Abilities. Ah ja, genau. Der hat die ARF Effect Sachen vergrößert. Loadout. Er hat halt ein Aim von 81, dem will ich eigentlich nichts geben.
du das. Du kriegst das noch, weil sonst gar nichts trifft und ein Arc Thrower, denke ich. Loadout. Jetzt auch die Laser Rifle. Die Light Plasma Rifle. Base Damage 4 bis 6. 4 bis 6. Critical Chance 10%, 8 bis 10. Das ist, glaube ich, das gleiche. Ja, das ist das gleiche. Edit. Da fällt mir ein. Loadout. Ich habe auch einen Scatter Laser gebaut. Edit. Loadout. Ich habe jetzt überall die neuen schönen Waffen. X-Hold LMG. Das ist irgendwie besser. 3 bis 5. 3 bis 5, 0%, 6 bis 8. Nö. Ich kann ihm das trotzdem geben, theoretisch. Einfach nur, weil es cooler aussieht. Ich fasse einen kompletten Squad mit Strahlenwaffen und einer verbesserten Rüstung. Na, versuchen wir mal, komm. Auf geht's, Folge 17. Ich wollte eigentlich schon Folge 16 das Ding angreifen da, aber ich komme irgendwie nicht dazu. Dadurch, dass mein Sniper auch weg ist, bin ich nicht so wahnsinnig erpicht da drauf, jetzt da reinzugehen. Oh, ganz, ganz Auge. Ne, ist Sergeant ganz Auge. Francis sending an urgent mission request. We've gotten several reports indicating. So, wieder mal an der Tankstelle. Die Tankstelle, ich mag die Tankstelle einfach nicht. Ich komme mit der nicht klar. Das Gefühl. Macht 5 Schaden. Oh, die macht sogar wirklich 2 Schaden mehr. Nice. Oh, immer Watson 2. Die braucht wieder einen Kill. Das ist jetzt Reaperman. Heilung, Heilung. Das ist mein Nahkampf-Tussi. Die schicke ich erstmal hinten hin, dass du dann irgendwie von der Seite kommen kannst, eine Möglichkeit. So. Heilung ein bisschen hier drüben, Seite. Auch nochmal hier auf Overwatch, weil normalerweise kommt hier fast alle aus dem Haus. Da bin ich jetzt nicht so wahnsinnig scharf drauf. Emma Watson 2, auch mal hier hin. Und du gehst mal da hin. Hier hätte ich noch ganz Deckung, aber da stehe ich schon fast im Haus, dann könnt ihr ja sehr weit ins Haus schauen. Und die sehen mich dann logischerweise auch. Ich würde sagen, ich bewege mich jetzt mal hier hin. Habe ich mir noch gedacht. Deswegen bin ich nicht so weit vorgegangen. 22 und 42. So, du könntest bis da ranlaufen. Deckung bleibt auf jeden Fall. Oh shit. Das war zu weit vorne. Shit. So ist er weg. Ah, geht noch weiterhin rüber. Das ist natürlich sehr ungünstig. Sehr, sehr ungünstig. Wenn ich jetzt einen Sniper hätte, wäre es super. Habe ich aber nicht. Du musst erstmal weg, finde ich. Auf jeden Fall weg. Sehr gut. Keine Lust mehr, Leute, da wegen so einem Scheiß zu verlieren.
Wie ist auf Overwatch? Einfach nur, damit ich immer noch Overwatch hab. Und du musst mal davor rennen. Er fliegt weg, okay. Was der? Oh, und der schießt. Der suppress meine Leute. Na toll. Was macht der derweile? Der will sich bewegen. Und wird verfehlt. Schade. Demnach kommt er aber irgendwo hinter mir runter jetzt. Weil es richtig mistig ist. Die kommt nicht bis ran. Versuch's mal mit 47. Schade. Wie mache ich das jetzt, dass ich die Situation auflöse? Der sieht nur den. Die kommt nicht bis zu dem. Aber er kann. Er kann sich dahin bewegen. Diese Suppression ist erstmal nicht so schlimm. Ich muss den hinten wegkriegen. Guppi, mein für alles gut sei Soldat. Na, warum ist X in Overwatch? Wollt mich verarschen? Audio, Gameplay, Interface, the Keyboard. So, Menu Shortcuts. Navigate down, left, right, confirm. Tactical Shortcuts, interact with object, swap. Weapon ist doch X. Rotate, bla bla bla, free zoom. S and floor, next one. Oh, watch this. Ey, das ist so hässlich. Wenn ich Overwatch mache, mache ich das komplett anders. %60, versuchen wir das doch mal. Jawoll, aus der Luft geballert, Mistvieh. Der bewegt sich mal bitte nicht. Hat eh ein Minus beim Zielen und daher kann ich doch einfach so machen. Er hat ihn getroffen. Der da unter Suppression war. Beim Reflexschuss. Wow, Mutons. Hier sind überall Mutons, ey. Meine Fresse. Echt überall Mutons. Wir sagen... Dingens hier. Die... Meld ist jetzt erstmal für den Arsch. So, schreddert. Hä? Hab ich nur einen erwischt? Ich hab nur einen erwischt. Shit, ich hab nie aufgepasst. ...62 oder 67. Jawoll, ins Gesicht. Bam. Kommt denn nicht gerade weit? Und du brauchst eigentlich einen Kill. Nein, du brauchst keinen Kill. Wer ist denn das, den Kill braucht? Auch nicht. Jawoll! Ey, Guppi haut so viel raus.
Ich muss erstmal nachladen mit der. Es kommt erst ein Bloodcall. Ne, kommt nicht mal. Die rennen halt wirklich weg. Da kriege ich noch einen Meld. Wenigstens einen. Aber da würde ich gern irgendwie vorher ein bisschen scouten gehen sozusagen mit der. Ich meine, Emma Watson ist das auch, die wird dort einen Kill kriegen. So, du musst mal ein Stück vorlaufen auf jeden Fall und nachladen. Du wirst ein bisschen auch mal. Ah, das besetzt. Aber du musst trotzdem mal ein Stück vor. Und dann auch nachladen. Run and gun. So, X, dankeschön. Overwatch. Hört sich irgendwie immer noch mal nach Max an. Oder was sehr ähnlichem. Jawohl, sie kommt bis hin. Da kriege ich hinten nur einen. Oh! Das sind nochmal Mutons. Oder das wohl ein Muton gewesen sein. Ich bin ja Muton. Jawohl! Also Damage macht sie gut, aber sie macht keine Kills. Das ist ein bisschen shittig. Trifft damit nichts. Kriege ich den? Den kriege ich da hin. Ist vielleicht ein bisschen besser. Ja. Nicht so wahnsinnig weit. Dann gehst du wahrscheinlich noch ein bisschen hier hin. 50%. 30. Mit Holtaschen kann ich hoffentlich noch höher machen. Oder sogar treffen. Die andere Variante. Dann gehst du auf Overwatch. Du gehst hier einen Schritt vor. Jetzt mal nach, bitte. Und du bewegst dich auch hier vor, denke ich, gehst auf Overwatch. Vielleicht sehe ich halt in dem auch noch was. Au! Durch irgendwelche Wände, was? Was geht denn? Das ist immer übelster Bullshit. Schade. Den hätte sie töten können. Den hätte sie töten können. Das einmal durch zwei Overwatch und stirbt nie. No. Dritte Overwatch. Und Opferbild. Oh Mann, Mann, Mann. Was geht denn jetzt ab? Gute Emma Watson. Ne, das ist es doch gar nicht. Gute Emma Watson, du könntest jetzt mal einen Kill holen. Guck mal, du könntest dich sogar noch in bessere Position begeben. Wenn du dich hierhin begibst. Komm, hol dir deinen Kill. Hast du verdient. Bam! Und sogar einen Muton-Kill. Ah, Promotion, geht doch. Das Ding war das vorhin. Na komm. Oh, das ist runter. Blödes Mistvieh.
Moving. In Bewegung. An der Front. An der Front. Und daneben. Schade, Chris. Da muss ein bisschen üben. Oh, und kriegt direkt die. Kann sich direkt die Quittung dafür. Das Fahrzeug wurde noch nicht getroffen, das ist sehr gut. Ich brauche ich glaube nicht so weit vorne. Das ist eher gut wie Idee, wenn wir jetzt mal das Zeug finishen mussten, was da rumsteht. 36% ist echt wenig. Warte mal. Ich kann doch hier mit dem ganzen Scheiße wegmachen, die da rum ist. Sehr gut. Die Löcher sehen besser aus, was Deckung und sowas angeht. 71, komm. Geht doch, perfekt. Zwar nur einen bekommen, aber noch eine perfekte Runde. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, damit sind wir bei Folge 70 schon wieder durch. Ging schnell. Und noch ein Heavy. Ich will keine Heavies mehr. Ich verstehe das nicht. Warum kriege ich von dem Spiel so einen Haufen Heavies in den Kopf geworfen? Boah. Ehrlich, langsam reicht's. Ein Tag und fünf Tage. Neue Badges. North America and Asia. Wie sieht es denn jetzt aus? China und Indien. Oh. Future Combat wäre schon cool, glaube ich. Vielleicht kann ich was mehr bringt. Aber auf jeden Fall Europa brauche ich noch. Weiß gar nicht. Die können, glaube ich, auch noch aussteigen. Da habe ich halt nur den Bonus schon. Mann, Mann, Mann. Das wird nächste Runde ein ganz schönes Ausscheiden, glaube ich. Panic in United States, ja, Panic in Mexiko, Panic in Kanada. Ich glaube, die nicht überwacht, die dürfen nicht mehr aussteigen, aber alle anderen schon. Da hätte ich doch lieber Europa sein lassen sollen, weil Russland hätte ich einfach retten können. Hm. Und da fällt mir was ein: Baracken, offenes Training School. Achso, Mist. Nein. Ach, Rapid Recovery habe ich ja schon. Deswegen sind die so schnell wieder auf dem Bein. Das ist sehr gut. Reward Panic Reduction und Report Claiming the Aliens. Moment mal. Ich habe ganz vergessen, auch mich wirklich so von euch zu verabschieden. Wie gesagt, Folge 17. Nächste ein, das wird Folge 18. Dankeschön.